Der Bahnhof Skiotawa war unsere erste Station. Er liegt 8 Kilometer außerhalb von Narigarh Innenstadt. Er wirkt alt, aber gepflegt und ist relativ klein. Es gibt nur ein befahrbares Gleis in jede Richtung und ein Backsteinhaus mit einem Fahrkartenautomaten. Als wir am Bahnhof Skiotawa ankamen, wurde gerade Rasen gemäht. Viele Menschen waren unterwegs und regelmäßig hielt ein Zug, in dem die Leute ein- und ausstiegen. Der Bahnhof wirkte sehr belebt. Und von der grausamen Vergangenheit dieses Ortes haben wir nicht viel gesehen. Während des Holocausts war dieser Bahnhof die Endstation für Sammeltransporte aus dem Deutschen Reich ins Ghetto von Riga. Im Winter 1941-42 brachten Züge aus unter anderem Köln, Kassel, Düsseldorf, Berlin, Wien und Münster ihre Menschenfracht nach Skiotawa. Der Deportationszug aus Gelsenkirchen und Dortmund mit deportierten Juden aus Mahl und den umliegenden Städten erreichte den Bahnhof Skiotawa am 1. Februar 1942. Während der 6-tägigen Fahrt in dem unbeheizten Güterzug waren viele Menschen erfroren oder verdurstet. Ihre Körper wurden am Bahnhof aus den Abteilen gestoßen und einfach liegen gelassen, sodass noch heute unter den Schienen ihre Gebeine liegen. Trotzdem wird nicht viel darüber nachgedacht, was in Skiotawa einst passiert ist. Für viele Letten ist der Bahnhof Alltag. Für mich war es ein beklemmender Ort.